Heute geht es um ein Thema, das nicht so wirklich Platz hat auf meinem Kanal die letzten Jahre, und zwar ein Frauenthema, Gebärmutter, Geburt und so weiter und so fort. Ich hatte vor wenigen Tagen, wo ich die Story gemacht habe, war das dann der Tag, man nennt es ja immer meine Erdbeerwochen, was weiß ich was, oder man sagt auch, ich bin im Winter, habe ich gemerkt, dass ich einfach nur erschöpft bin und mich einfach nur hinlegen möchte. An dem Tag bin ich einfach im Bett liegen geblieben, nicht den ganzen Tag natürlich mit Familie. Kann man das nicht immer machen, und mal nachzuspüren, mein Körper, wie erschöpft er ist. Nicht, weil ich viel gemacht habe, aber weil er einfach nur möchte, dass ich den Fokus auf ihn setze und nicht ständig am Tun bin. So, und dann habe ich in der Story erzählt, dass ich eine Gebärmutter-Meditation gemacht habe, auf Englisch. Ich kann sie euch auch gerne unten verlinken. Da gibt es verschiedene. Ich habe es einfach eingegeben auf YouTube und finde irgendwie die Englischen immer besser als Deutsch. Deswegen auf Englisch. Und ja, habe mich komplett entspannt, Augen zu, und mich einfach führen lassen von dieser Meditation. Und in der Meditation, also erstens mal, wenn man die Periode hat als Frau, ist es nicht natürlich, Schmerzen zu haben. Unsere Gebärmutter spricht mit uns. Jetzt muss ich selber grinsen, weil ich früher über so einen Scheiß immer gelacht habe. Nicht gelacht, die Augen schon verdreht habe. Ey, was? Mein Körper spricht mit mir echt jetzt einmal. Ja, unsere Gebärmutter ist noch verbunden mit unserer Oma. Also mit unseren Vorfahren. Als meine Oma auf der Welt war, waren ja schon ihre Eizellen angelegt für ihre Kinder. Das heißt, von meiner Mutter. Und also es ist eine lange Geschichte. Dazu gibt es ein tolles Buch. Wenn ich das finde, dann werde ich es euch verlinken. Habe ich irgendwo hier in meinem Bücherregal, das auch ich schon angelegt war. Das heißt, alles, was dann meine Oma da so erlebt hat oder meine Mutter, ist natürlich auch in meinem Feld noch drin. Auch wenn das nichts mit mir zu tun hat, ist es in meinem Energiefeld. Und deshalb ist es. Macht es Sinn, eine Gebärmutterreinigung zu machen, zum Beispiel durch eine Meditation. Ist nicht jetzt nichts Ärztliches oder sowas. Um auf den Punkt zu kommen, während der Meditation kam mir dann die Erinnerung hoch, bei meiner zweiten Geburt hatte ich eine Hebamme, die ziemlich eklig war, die war auch bei meiner ersten Geburt da. So, ich habe nicht von der Frau Mitgefühl erwartet, aber sie war frech, sie war fies, sie war, ja. Die Einzelheiten hatte ich in der Story, die ist jetzt nicht mehr verfügbar, aber ich will gar nicht auf Einzelheiten gehen, es ist unwichtig. Aber eine Einzelheit: Am nächsten Tag habe ich dann mein Kind geboren, und sie, also wenn das Kind rauskommt, ist es ja mit der Nabelschnur verbunden, es wird normalerweise bei der Mutter auf den Bauch gelegt und auf die Brust gelegt, und dann ist die Nabelschnur ja noch mit diesem Mutterkuchen, mit der Plazenta noch verbunden. Und dann wartet man, und dann kommt die Plazenta von alleine raus. Diese Frau, also die Nabelschnur wurde direkt abgeschnitten, macht man ja hier so in Deutschland. Und dann fing sie an der Schnur zu ziehen, um den Mutterkuchen rauszuziehen. Und die hat dann, aber die hat das wirklich eklig gemacht. Die hat das echt hektisch gezogen. Und fast jede Mutter weiß, wenn das jetzt reißt, also wenn sie plötzlich die Nabelschnur in der Hand hat und der Mutterkuchen noch drin ist, muss die Mutter operiert werden, um diesen Mutterkuchen rauszuholen. Sonst kann es schlimm enden für die Mutter. Es muss auf jeden Fall raus. So, normalerweise muss man warten, die löst sich von alleine. So, die hat da dran rumgezogen. Ich habe mein Maul nicht aufbekommen. Also ich war nach der Geburt, ich war echt fertig nach der Geburt. Und ich habe den Mund auch einfach nicht aufgekriegt. Ich hätte sagen können, stopp, hören Sie auf damit. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte Angst vor dieser Frau. Wie gesagt, es war die zweite Geburt, bei der sie mit dabei war, und die war echt frech auch zu meinem Mann. Und dann kam die Ärztin rein und hat das dann gesehen, wie die da gezogen hat und gezogen hat und gezogen hat, und meinte, stopp, hören Sie sofort auf, sonst reißt es, dann müssen wir Sie operieren. Ja, und da ist mir dann bewusst geworden, also ich hatte ja schon Angst davor, dass das passiert, aber ich habe mich dann auch verleugnet. Ja, vielleicht ist es, vielleicht muss sie das ja machen. Und das ist dieses, wenn wir mit narzisstischen Menschen aufgezogen werden, fangen wir an, auch narzisstisch mit uns selbst umzugehen. Das heißt, ich habe mir meine eigenen Gefühle abgesprochen. Ja, also das war immer so ein Hin und Her, so, das darf sie nicht, und dann, ja, vielleicht muss sie das aber machen. Soll ich was sagen? Ja, aber wenn ich was sage, dann zieht sie noch mehr, dann reißt es. Also diese ganzen Ängste, wie gesagt, einfach nur ein Spiegel aus meiner Vergangenheit. Auf was ich aber nochmal zurück möchte, ist auf die Periode. Dass, wenn Schmerzen da sind, das oft ein Zeichen ist auf etwas, dass wir hinschauen. Nicht immer, aber es kommt oft vor, dass es ein Mutterthema ist, ein ungelöster Konflikt mit der Mutter. Ich habe zum Beispiel eine Verwandte, die ohnmächtig wird, wenn sie ihre Periode bekommt. Also es geht ihr so schlecht, jetzt so Schmerzen, dass sie ohnmächtig wird. Und sie hat auf jeden Fall ein Mutterthema und noch andere Themen. Solange wir unsere Themen nicht anschauen, zeigen die sich körperlich und gerade bei der Frau durch die Periode. Viele Frauen haben ein Problem damit und ekeln sich davor. Und ich meine, das ist sehr, sehr heilig. Das ist etwas so Heiliges, was nirgendwo, doch jetzt mittlerweile schon immer mehr,
verbreitet ist. Weil die Periode reinigt ja, sie reinigt uns. Sie reinigt uns von all den alten, von dem, was im Monat davor war. Und sie zeigt uns auf, was ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schmerzen habe, dann ist es meine Aufgabe, mich mit ihnen zu verbinden, mich hinzulegen, mich zu entspannen, mir etwas Gutes zu tun. Wenn wir gar nicht darauf eingehen als Frau, dann wird der gesamte Monat wieder stressig und dann wird der gesamte Monat wieder so hektisch wie der vorige oder, wenn es nicht hektisch ist, negativ in dem Sinne. Wenn wir aber mit den Schmerzen bleiben, uns mit uns selbst verbinden und versuchen, ich meine, es ist nicht so, dass ich auch dann 24 Stunden am Tag einfach rumliege und mir Gutes tue, sondern es ist immer mal zwischendurch, so wie es halt gerade passt. Es ist in unserer Gesellschaft einfach nicht so easy, Kinder abgeben und den ganzen Tag da liegen. Aber es ist eines unserer Aufgaben als Frau zu gucken, wie kann ich bei mir bleiben. Unsere Gesellschaft unterstützt das null, ob du deinen Tag hast oder nicht. Du gehst arbeiten und hast zu schaffen und hast zu erledigen. In den Urvölkern ist es wirklich so, dass die Frau da komplett freigesprochen wird und sie hat dann einfach Ruhe. Sie hat einfach Ruhe. Sie kann sich mit den anderen Frauen zusammen treffen und sie menstruieren gemeinsam und bleiben gemeinsam. Und das ist auch eine Zeit, wo das Tor zur Manifestation sehr offen ist. Also die Tor nicht zur Manifestation, die Tor zur anderen Welt, also deine Intuition. Du kannst da Nachrichten erhalten, du kannst da Downloads, wie heißt das, also Informationen zu dir nicht ziehen, die sind da, aber die eröffnen sich dir, gerade in der Zeit. Früher war das so, dass Frauen, die menstruieren, hoch angesehen wurden und Männer, die große Posten hatten, sind zu diesen Frauen gegangen und haben sie um Rat gefragt, weil die wussten, dass die jetzt in Verbindung ist zu etwas, wo wir alle haben, jederzeit, aber genau in der Zeit stärker. Es ist etwas sehr, sehr Heiliges und damit dürfen wir uns verbinden. Und gerade auch an alle Mütter, die Töchter haben, das der Tochter dann nicht so beizubringen, als wäre es ganz schlimm oder ganz schrecklich, sondern dass es etwas ganz, ganz Wertvolles ist. Ja, habe ich hier so hin und her geredet. Was fällt mir noch dazu ein? Was wollte ich noch erzählen? Das war's eigentlich. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Das war jetzt einfach mal nur ein Smalltalk. Und bis bald zu einem der nächsten Videos.